Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video, dem euch die Strecke in Laguna Seca im Porsche 911 GT3 näher bringen möchten. Und zwar wird euch unser Fahrer Massimo einmal mitnehmen auf eine schnelle Runde und das Ganze anschließend nochmal in langsamem Tempo erläutern. Viel Spaß! So, diese Woche nehmen wir euch mit auf eine Runde auf Laguna Seca. Bevor die Runde überhaupt beginnt, versuchen wir uns diagonal zur Startzielgeraden zu positionieren, um hier so wenig Zeit wie möglich liegen zu lassen und so wenig Distanz wie möglich zu überbrücken auf dem Weg zu Turn 1. Genauso hier bleiben wir so eng wie es geht an den Pollern dran, beziehungsweise an der Boxenausfahrt, nehmen dabei natürlich keinen Poller mit. Und orientieren uns hier schon für Turn 1 für die Bremszone, was in dem Fall die weiße Linie ist. Ihr könnt euch auch das Dreierschild nehmen, das Viererschild, wenn euch das lieber ist. Für mich tut es die weiße Linie ganz gut. Dabei lasse ich mich so weit wie es geht hier raustragen, sagen fast eine ganze Wagenbreite. Gibt dabei noch keinen Off-Track. Hintergrund dafür ist, dass es einfach ein bisschen einfacher macht, Turn 1 zu nehmen. Dabei im zweiten Gang runter und so viel Curb wie es geht hier am Eingang mitnehmen. Für mich wichtig an der Stelle ist, dass ich nicht versuche, den Curb hier komplett zu umarmen, sozusagen, und dem Verlauf zu folgen, sondern lasse mich dabei ein Stückchen weiter raustragen am Mittelteil der Kurve, da es eher eine Doppel-Apex-H-Nadel ist, anstatt einen flüssigen Apex, wenn man es so nennen möchte. Dabei wieder früh aufs Gas. Hier versuchen wieder so viel Curb wie es geht mitzunehmen am inneren Curb und hier außen auch so viel Curb wie nur möglich mitnehmen, um den ganzen Schwung aufrechtzuerhalten. Allgemein für die gesamte Strecke wichtig zu erwähnen, dass Schwung alles ist, das heißt auch in den Bremszonen nicht wirklich viel bremsen, so wie ihr es auch hier seht. Dann eher versuchen, den Schwung mit in die Kurve reinzunehmen und natürlich auch wieder rauszunehmen. Für Turn 3 könnt ihr euch hier am Zweierschild gut orientieren, wann es auf die Bremse gehen soll. Das Auto schön einlenken und ein bisschen vorsichtig mit dem Gas sein. Ich finde den roten Curb als gute Stütze zur Orientierung, wann ihr wieder aggressiv aufs Gas könnt. Dabei zu achten, das Auto untersteuert ganz schön auf dem Gas, fand ich persönlich. Drum immer ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wie ihr jetzt auch hier seht, am Exit bin ich gerade noch so davon gekommen. Das war überraschenderweise kein Off-Track. Im Renngeschehen optimalerweise wollt ihr natürlich nicht hier rausgehen. Man kann nie genau wissen, was passiert. Darum immer natürlich versuchen, das Auto auf dem Curb zu halten. Für die nächste Kurve wieder das Zweierschild als Referenz nehmen. Persönlich bremse ich nicht hier rein. Ich lasse das Auto einfach nur, also lifte und versuche das Auto bis zum Curb durchrollen zu lassen. Ich würde mal behaupten, dass im Renngeschehen es besser ist, ein bisschen Bremsinput reinzubringen. Jetzt auch nicht 50%, aber so ein paar Prozent Bremsinput, einfach um zu helfen, das Auto zu rotieren. Und sobald ihr wieder hier in Nähe des roten Curbs kommt, könnt ihr auch wieder ziemlich aggressiv ans Gas gehen und euch am Exit weit raustragen lassen. Turn 4, also 5, wenn man die erste mitzählt, könnt ihr euch an dreierlei Punkten orientieren. Und zwar ist das einmal das Dreierschild hier.
Dann habt ihr hier so ein kleines X auf der Fahrbahn durch Bremsspuren und Reifenspuren. Oder erneut hier diese weiße Linie, wie bereits in Turn 1. Das sind alles gute Referenzen, die man nehmen kann, um euch das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten. Eingang für Turn 5 richtig zu erwischen. Dabei schalte ich runter in den dritten Gang. Ihr könnt ja auch relativ aggressiv aufs Gas gehen, wenn ihr diesen Curb benutzt, um das Auto zu rotieren. War hier ein bisschen gierig und ein bisschen zu früh, musste dementsprechend auch wieder vom Gas gehen, weil ich das Gefühl hatte, ich werde die Kurve sonst überschießen am Ausgang. Deswegen da immer ein bisschen wieder mit Vorsicht, wie bereits in Turn 3, auf dem Gas agieren. Für den Kink gibt es nicht viel zu sagen, außer dass ihr natürlich aufpassen müsst, dass ihr den roten Körper nicht mitnimmt am Scheitelpunkt. Hier könnt ihr wieder die 2 nehmen, beziehungsweise persönlich nutze ich hier diese etwas dunklere Stelle auf dem Curb. Vielleicht besser sehen. Hier ist es ziemlich hell, da wird es ein bisschen dunkler. Das ist für mich so der Bremspunkt für den Kink. Dabei eben auch wieder nur sehr wenig Geschwindigkeit wegnehmen. Recht wenig bremsen, geht auch bergauf. Das heißt, die Elemente helfen euch dabei, den Wagen zu verlangsamen. Und sobald ihr wieder in Nähe des roten Curbs kommt, könnt ihr auch wieder Vollgas annehmen und am Exit wieder darauf achten, euch voll raustragen zu lassen. Hier an der Stelle sei gesagt, kommt ihr hier ein bisschen weit raus, besteht große Gefahr, dass ihr einfach festhakt und hier rechts abbiegt. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr kommt ein bisschen zu weit raus, sofort Gas wegnehmen und versuchen, das Auto zu kontrollieren, um hier wieder auf die Fahrbahn zurückzukommen, anstelle irgendwie voll auf dem Gas zu bleiben und zu hoffen, dass ihr euch hier wieder reintragen lasst. Also lieber ein bisschen Vorsicht walten lassen hier im Ausgang. Also hier im Eingang immer ein bisschen Abstand zu dem inneren Körb halten, denn wenn ihr den erwischt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr sehr rausgetragen werdet und wahrscheinlich euch wieder im Reifenstapel finden werdet. Für den Corkscrew haben wir einen recht guten Anhaltspunkt. Wir sehen das Dreierschild hier schon recht früh. Genauso wie den Curb können wir recht früh erahnen. Dabei achten, dass das Auto recht gerade positioniert ist und schon vor Beginn des Curbs bzw. vor des Dreierschildes wieder auf die Bremse steigen und runter in den zweiten Gang. Wie ihr seht, ich bin hier fast in der geraden Linie am Bremsen, also ich versuche nicht irgendwie das Auto von hier drüben dann reinzuschmeißen oder versuche hier rum zu bremsen, sondern versuche so gerade wie es geht anzubremsen. Runter in den zweiten Gang. Könnt ihr ein bisschen mehr mitnehmen. Ich war hier ein bisschen auf der sicheren Seite. Zur Not auch in den ersten Gang schalten, wenn ihr Schwierigkeiten habt, das Auto zu rotieren. Hier am Mittelpunkt die Lenkung wieder aufschmeißen und in den Exit reinlenken. Ich war hier an der Stelle ein bisschen gierig mit dem Vollgas. Kann man vielleicht auch mal beim Durchlaufen hören, wenn wir in der Onboard sind. Aktionskontrolle am Arbeiten hören. Auf jeden Fall ein bisschen zu gierig, das heißt, eher ein bisschen konservativer ans Gas gehen, halten und dann erst Vollgas aufnehmen, wenn ihr sicher seid, dass ihr hier auf diesem Curb landet. Vorteil dabei ist, dass ihr auch ein bisschen enger am Exit sein werdet, nicht so wie ich hier ein bisschen zu weit rausgetragen werdet. Einfach so Kleinigkeiten, die sich wieder in der Rundenzeit spiegeln werden. Die nächsten Kurvenkombinationen ist es ein bisschen schwierig, einen Anhaltspunkt zu finden, sage ich euch ganz ehrlich. Das Einzige, womit ihr wirklich arbeiten könntet, wäre hier das weiße Ende des Curbs, an dem ihr anfangen könnt einzulenken, zu liften, respektive ganz leicht zu bremsen. Persönlich fand ich es ein bisschen einfacher, das Auto zu positionieren, wenn ihr leicht auf die Bremse geht. Aber wirklich minimal, nur um das Auto zu rotieren und hier im optimalen Fall wirklich den ganzen Curb mitnehmen. Hier außen auch schön viel mitnehmen, was geht. Nur darauf zu achten natürlich, dass ihr wieder rechtzeitig zurückkommt. Einerseits durch das Kies, das hier kommen wird. Andererseits habt ihr den Vorteil, dass ihr euch schneller auf die linke Fahrbahnseite wieder bewegen könnt und wieder eher in einer geraden Stelle anbremsen könnt für die nächste Kurve. Hier können wir den weißen Ansatz des Curbs nehmen, respektive das Zweierschild. Meiner Meinung nach ein Ticken zu spät, aber sowas um den Dreh rum ist ein guter Ansatzpunkt, um auf die Bremse zu gehen. Runter in den dritten Gang. Versuchen, so eng wie es geht, hier am roten Körb zu sein.
War hier wieder ein bisschen zu weit weg vom Apex. Aber hat dem Ganzen nicht groß geschadet. Aber je enger ihr natürlich an den roten Curb seid, desto mehr Speed könnt ihr auch mit durch die Kurve nehmen. Immer ein bisschen darauf achten. Letzte Kurve nehmen wir wieder die weiße Linie, respektive das Zweierschild, was euch besser hilft, das Auto abzubremsen. Bin hier schon ziemlich eher auf Höhe des Zweierschildes auf der Bremse. Dabei in den ersten Gang. Ihr könnt es auch im zweiten Gang nehmen. Persönlich finde ich es mit dem ersten ein bisschen einfacher. Der Geschwindigkeitsunterschied ist nicht enorm. Das heißt, was euch ja, die ganze Geschichte einfacher gestaltet, ihr dementsprechend den ersten oder zweiten Gang hinter einem Auto herzufahren, gerade am Start des Rennens oder sowas, denke ich, dass erster Gang die bessere Wahl ist. Das müsst ihr aber dann selbst rausfinden, was für euch besser passt. Hier in der letzten Kurve könnt ihr tatsächlich den roten Curb mitnehmen. Darauf zu achten, dass ihr ein bisschen vorsichtig mit dem Gas seid. Seid ihr hier zu energisch auf dem Gas, kann sein, dass die Hinterräder durchdrehen, während ihr noch über den Curb fahrt und in der Luft seid und dementsprechend Traktionsprobleme bekommt am Exit. Da immer ein bisschen drauf achten. Am Exit euch so weit wie es geht raustragen lassen. Ihr könntet hier tatsächlich noch ein kleines Stück weiter raus. Dabei natürlich zu beachten, dass ihr nicht im Kies landet. Das wird euch natürlich den Exit ein bisschen versauen. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann teile es gerne, like es, lass auch gerne einen Kommentar da und wir freuen uns, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann.